So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch hier irgendwelche Fitzel, wo wahrscheinlich nichts sein wird. Und die eine Druckplatte. Gucken wir mal, ob die Druckplatte die eine Wand wegmacht. Obwohl ich eigentlich der Meinung war, dass sie es nicht tut. Aber ich irre mich ab und an mal. Also checken wir das einfach. So, der Schalter macht die Wand auf. Genau, und der Schalter für irgendwas ist auch für die Wand hier und nicht für irgendwas. Warum ist dann... Achso, das ist ein Stein. Ja, einen Stein brauchen wir nicht. So, Druckplatte. Wand ist da. Wand ist weg. Okay, so viel dazu. Ja, ich irre mich wohl doch ein wenig öfter. Ey, komm, nimm den Stein auf. So, und hoffentlich reicht der. Da war ein Stein. Er rollt ewig lange hin und her. Und natürlich genau dann, wenn wir hier stehen, donnert er uns rein. So, zwei Steine reichen auch nicht. Drei Steine reichen. Gut. Wir müssen dran denken, unterwegs, wenn wir Steine sehen, mal wieder welche aufzunehmen, denn wir haben keine mehr. Und diese magischen Blöcke sind ja doch recht spärlich gesät. Die muss man für sowas nicht unbedingt verschwenden. So, hier ist jetzt das letzte Gebiet. Oh, ganz viele Geister, die sich nicht absprechen und einfach nur wild in der Gegend rumlaufen. Oh, und wir stehen wohl mitten im lauten Feuer. Komm, schnell sterben. Und dann ist hier hoffentlich irgendwo so ein Elfenbeinschlüssel und wir zur Prinzessin können. Ich sag irgendwie immer Prinzessin. Ich gehe davon aus, dass der Elfenbeinheld nur eine Prinzessin lieben kann, weil das richtig schön kitschig wäre. So, hier ist schon mal nix. Das ist wenig ernüchternd, aber hier flackert's. Kiste schon mal gut. Heiltrank ist gut. Noch ein Heiltrank ist noch besser. Mana-Trank super. Noch ein Mana-Trank super. Oh. Und hier hat wohl jemand eine Privatgruft. Die sind ja Gott sei Dank immer schön klein und... Oh, wer bist denn du? Statue eines tapferen Kriegers. Sieht ein bisschen aus wie der Barbar von HeroQuest. Wo kam der jetzt schon wieder her? Ah, da ist der feige Geist. So, jetzt gehen wir zurück und machen das alles schön nacheinander. Also, wir kommen hier rein. Das ist dann wohl der böse Geist. Speichern. Und dann nehmen wir schon mal. Warum haben wir noch ein Seelenhaus? Achso, der andere ist im Sack. Jo. Nehmen wir das Seelenhaus schon mal in die Hand. Nur so für den Fall. Keinen Schritt näher, du faules Stück Fleisch. Verschwinde! Ich bin aus ehrenhaften Gründen hier. Darf ich die Kammer betreten? Bist du so taub wie lebendig? Nein! Also faul sind wir auf keinen Fall, also viel wie wir schon rumgereist sind. Wer oder was immer du bist, tritt beiseite. Ich muss dort hinein. Der Geist dort drinnen gehört mir. Und die Bestien hier stehen unter meinem Befehl. Erst werde ich dir alle Kraft nehmen und dann hetze ich meine Kreaturen auf dich. Hat er uns gerade ins Gesicht geschlagen? Okay. War das schon alles? Da ist es mir aber nach manchem sanften Regenschauer schlechter gegangen. Warte nur. Gleich wird es dir wirklich schlecht gehen. Das verspreche ich. Du bist bei weitem nicht so furchterregend, wie du klingst. Ich werde dich schon klein kriegen. Meine Kreaturen werden dich in Stücke reißen. Okay, also eigentlich hätten wir wahrscheinlich von vornherein einfach Seelenfang drücken können und dann wäre das gewesen. Aber, war ja mal ganz lustig, verprügelt zu werden. So. Du stinkendes Stück Fleisch! Nein! Bye bye. Nein! Jetzt haben wir ein Seelenhaus, das pink leuchtet, im Gegensatz zu dem blau leuchten von dem einen Helden.
Genau, Seelenhaus mit bösem Geist darin. Okay, das wird gleich wieder verstaut, sonst geht unser Inventar vollkommen unter. Der Zeitpunkt, wo wir die Questsachen alle mal sortieren müssen, wird übel. Aber gut, solange können wir alles da im Sack lassen. So, Heilstab in die Hand, dann hat uns ganz schön was verpasst. Und dann ist die Prinzessin wohl doch hier, also die Geliebte, und nicht oben bei der Elfenbeintür. Hm. Lauter... Ah, da ist sie ja. Und natürlich ist sie blond. Okay, sie ist ganz körperblond. Nun seid ihr wieder frei, edle Dame. Wer seid ihr, dass ihr mich derart anredet? Ihr seid die Dame des Elfenbeinprinzen und ihr verdient großen Respekt. Dann sagt mir bitte, ob es Neuigkeiten von ihm gibt. Er ist tot. Der Elfenbeinprinz ist wohlauf, doch er ist in großer Sorge um euch. Er kämpft dort draußen? Warum hat er mich nicht befreien können? Nun seid ihr frei, edle Dame. Und mein Teil der Abmachung mit dem Elfenbeinprinzen ist erfüllt. Eure Worte ängstigen mich. Was für einen Preis musste er für meine Freiheit zahlen? Einen höheren, als er ahnen konnte, fürchte ich. Bitte verzeiht meine Unhöflichkeit. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Mein Herz sagt mir, dass ich zu meinem Prinzen gehen sollte. Und das werde ich jetzt auch tun. Hm. Ja, stimmt eigentlich. Der Prinz hat uns gebeten, seine Frau oder Geliebte zu finden. Und als Belohnung kriegen wir dafür seine Seele. Also wird er niemals mit seiner Geliebten zusammen sein. Wir sind kein sehr netter Mensch. Aber, naja. Der böse Geist lauert nicht länger vor eurer Tür. Ihr seid frei. Dann werde ich, wenn es das Schicksal erlaubt, bald meinen Prinzen wiedersehen. Lebt wohl! Okay, ihre Seele hätten wir auch einfangen können. Ah. Mir ist gerade was eingefallen. Ich bin jetzt irgendwie versucht, dass wir nochmal neu laden und dann den bösen Geist umbringen. Dann klauen wir ihre Seele, bringen die zum Prinzen, klauen seine Seele und dann machen wir das in Doppelhaushälfte draus, dass die beiden Seelen dann ewig zusammen sein könnten. Okay, das ist auch ziemlich kitschig, aber vielleicht ist das der perfekte Weg. Weil anscheinend scheint es hier mehrere Wege zu geben, wie man das Rätsel lösen kann. Also von der hellen Seele, die man einfangen soll. Hm. Na gut, probieren wir es erstmal so. Was mir am wichtigsten ist, dass wir die Rüstung kriegen von dem Prinzen. Und eine Seele, die wir benutzen können. Der Rest ist mir eigentlich ziemlich Wayne. Wir müssen da raus. Da sind mehr Statuen und wir haben immer noch keinen Elfenbeinschlüssel gefunden, außer der ist irgendwo im Inventar untergegangen, was natürlich auch gut angehen könnte. So, also wir wollen jetzt zum Prinzen, also müssen wir raus, links rum und ganz weit runter. Raus. Ach, da ist die Wand. Na komm, hau ab. So. Raus, links rum und ganz weit runter. War das schon ganz weit? Nee, noch ein weiter. So, hier war der. So, jetzt speichern wir nochmal ab. Speichern wir nochmal ab. So, und den 58er sollten wir später auch nicht überschreiben, falls wir da doch irgendwas falsch gemacht haben. Nun ist eure Liebste wieder frei. Ja, unsere Tränen haben sich vermischt und unsere Lippen haben sich berührt. Zu viele Details. Durch diese Gesten haben wir unseren ewigen Schwur erneuert. Wohin ist sie gegangen? Ich habe sie in Sicherheit gebracht. Wir müssen diesen verdorbenen Ort verlassen. Ich habe nur auf euch gewartet, um mich bei euch zu bedanken und euch meine Rüstung zu geben. Ja, also er rechnet jetzt irgendwie damit, dass er gehen darf. Und als Bezahlung kriegen wir nur seine Rüstung. Ja, das ist jetzt doof.
Okay, ich lade jetzt mal den 58er neu und gucke, ob wir den Geist einfach umbringen können. Und wenn nicht, lade ich den 59er und saug seine Seele im Staubsauger ein. Was jetzt irgendwie makaber klingt. So, erstmal hochheilen. Und dann lassen wir uns von dem da verprügeln und gucken, was passiert. Ja, bla bla. Wer? Donkey Punch. War das schon? War das schon? Warte nur. Du bist bei weitem nicht. Ich werde. Wir können ihn wahrscheinlich nur mit dem Ding einfangen. Ich kann mir irgendwie nicht denken, dass das Spiel von uns verlangt, dass wir den Helden nachher gegen seinen Willen in das Haus einsperren. Das wäre irgendwie komisch. Also er redet von seinen Gehilfen, aber die haben wir doch schon alle umgebracht. Kann man hier vielleicht noch irgendwas manipulieren? Nö. Kann man vielleicht mit ihr sprechen? Auch nicht. Können wir ihn wegpusten? Gucken, ob das geht. Oh, das war nicht der Wegpustezauber. Oder? Nee, das war ein Schadensspell. Das war überfallen schweben. Boah, das ist der Wegpustezauber. Nee, geht auch nicht. Na gut. Das heißt, wir haben wirklich nur die Wahl zwischen nicht weiterkommen oder den Helden einfangen gegen seinen Willen. Dann fangen wir doch mal den Helden gegen seinen Willen ein. Nun ist ja durch die. Wohin ist ich? So, bevor wir Seelenfangen drücken, schnappe ich mir die Rüstung und gucke, ob sie jetzt nicht mehr verflucht ist. Da waren nur Heiltränke und Gegengift. Das Elfenbein, Plattenpanzer, so. Verringert Schaden um 50%. Sehr. Ja, ist okay. Sieht besser aus als das andere auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die Rüstung. Wir haben noch ein Gegengift. Und jetzt klauen wir ihn. Nun ist er. Ja, durch diese. Wohin ist die? Ich habe. Ich fürchte, dass ich euch um ein größeres Opfer als eure Rüstung bitten muss. Für das, was ihr getan habt, will ich alles geben, wonach ihr verlangt. Böse Aussage. Ihr habt mein Wort. Also dann gerade heraus. Ich brauche eure Seele. Mit ihr und einigen anderen seltenen Gegenständen kann ich den Kriegsherrn besiegen. Eure Worte treffen mich so hart wie der Tod selbst. Jedoch erkenne ich die Aufrichtigkeit in euren Augen. Und ich habe euch mein Wort gegeben. Okay, dann war es wohl doch so gedacht. Die Rüstung kann ich mal weg. Der Helm auch. Also hat der noble Held noch eine noble Geste vollbracht, indem er sich der Liebe entzogen hat und seine Seele für die gute Sache geopfert. Ja, ja, das ist das Los eines wahren Helden. Oh, und da ist eine Geheimtür. Und noch eine Gruft. Vielleicht ist da oben auch noch irgendwo eine Geheimtür. Okay, ganz kurz gucken wir da noch runter. Und dann sind wir hier ja auch schon soweit fertig, wenn wir keinen Elfenbeinschlüssel noch irgendwo finden. Also eine komische Gruft. Keine Gegner. Mondscheibe, die kommt doch in unseren Questsack neben den anderen Eierschalen. Zack. Auch wenn ich irgendwie mit Winter gerechnet hätte, weil wir hatten ja schon den einen Equinox, den anderen Equinox. Oh, der andere Equinox ist im Winter. Herbst-Equinoctium, Frühlings-Equinoctium, Sonnenscheibe, also Sommer, Frühling, Herbst und Mond. Okay. Aber gut, dass wir die hier auch noch gefunden haben, sonst hätten wir irgendwann hierher zurückgemusst, weil das Teil genau fehlt. So, raus hier. Abspeichern und wir sehen uns in der nächsten Folge.
Die beiden behalte ich mal, nur für den Fall, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Und das nennen wir jetzt mal 60A für alternativ. Bis dann, ne?